Guten Morgen aus dem Wald. Ich bin natürlich hier auf der Hunderunde. Wie sollte es auch anders sein? Super kalt heute Morgen. Ich habe so einen kleinen Frostschock bekommen, obwohl mir die restlichen Häuser schon verraten haben, dass es heute Morgen Frost gegeben hat. Die Dächer sind weiß und ich habe richtig viel angezogen und ich habe gedacht so, oh Gott, ich bin noch nicht bereit für den Winter. Eigentlich bin ich so bereit für Sonne. Naja, egal. Ich habe jetzt eine Runde gedreht. Ich hätte Handschuhe mitnehmen sollen. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt ein leckeres Frühstück zaubern. Oh, ja, so ist das. Ne? Wenn es kälter wird, freut man sich auf alles, was warm ist. Also, Ulla, komm. Wir gehen rein. Und jetzt gibt es erstmal ein kleines Frühstück. Und zwar ist es ein Kokosnussjoghurt. Da habe ich ein paar Mandelstifte drüber getan, etwas Zimt und ein bisschen Dattelsirup. Und ja, so ein kleines leckeres Frühstück. Der Kokosnussjoghurt, den hatte ich schon da länger offen stehen. Den wollte ich mal aufessen. Und das ist jetzt so mein kleines schlankes Frühstück. Mittagessen bereite ich ja demnächst auch schon vor und ja, da brauche ich sowas Kleines. Wie gesagt, ich hatte jetzt vorher gar keinen Hunger, es ist jetzt 11:30. Das ist ja relativ ungewöhnlich für mich, aber wenn es so sein soll, dann soll es so sein. So, wir fahren gleich zu Freunden aufs Land und wir haben gerade eine längere Autofahrt vor uns. Und dann will ich nochmal mit Ulla eine Runde rausgehen, weil es immer wichtig ist, dass der Hund, bevor er länger Auto fährt, einfach gut bewegt wird. Genau, mal sehen. Vielleicht trinke ich auch noch irgendwo einen Kaffee, weil ich gehe jetzt eine schöne große Runde. Und da kann ich mir auch mal einen Kaffee kaufen, ne? Wäre vielleicht ganz gut. Oder einen Tee? Ich weiß es noch nicht. So, zum Abendessen gibt es Wraps, die sind aber jetzt noch nicht ganz fertig. Hier habe ich einmal Guacamole gemacht und hier habe ich frischen Salat geschnitten. Da habe ich Bohnenmus gemacht. Eigentlich wollte ich noch Hummus machen, aber wir essen das immer nie alles auf und deswegen habe ich gedacht, mache ich so ein tolles Bohnenmus. Wir haben hier rote Paprika und ein kaputter Teller. Ne? Ich benutze sowas ja immer, bis es ganz kaputt geht. Also wenn bei mir so Geschirr so einen Schlag hat, dann benutze ich das weiter. Alles andere finde ich irgendwie Verschwendung. Und hier ist noch ein Feta, den würde gerne mein Mann essen, hat er angemeldet. Habe ich gekauft. Und das sind die Zutaten ja, für die Wraps. Und welche ich verwende, zeige ich dir jetzt gleich mal. Mein Mann war heute extra nochmal im Bioladen, hat die gekauft. Die finde ich eigentlich am leckersten, obwohl es auch andere tolle Marken gibt. Und boah, wie viel hat er denn gekauft? Ein Paket, zwei, drei, vier, fünf Pakete. Wow, da sind 6 Wraps drin. Mein Gott, okay, das wird auf jeden Fall für heute reichen. So, Ofen ist schon vorgeheizt. Und jetzt geht's gleich los. Ich bin jetzt gerade im Wald unterwegs und gehe mit der lieben Ulla. Boah, es ist echt schon ganz schön dunkel, obwohl es liegt halt auch daran, dass es halt so ein bisschen regnerisch ist. Aber jetzt geht es wieder los mit der dunklen Jahreszeit. Oh, das nervt mich irgendwie. Aber egal, wir haben momentan super viel zu tun. Oh, die Flieger echt. Es war auch schon mal ruhiger. Wir haben zurzeit super viel zu organisieren. Was wir organisieren, erzähle ich euch irgendwann anders. Auf jeden Fall ist mega viel zu tun und ja, es ist irgendwie eine komische Zeit gerade. Aber ich gehe jetzt erstmal mit Ulla, danach mache ich mir ein schönes Frühstück und dann schauen wir mal, wie der Tag so sich macht. So, meine Lieben, es gibt Grapefruit, wie sollte es auch anders sein? Aber dieses Mal wieder mit Dattelsirup. Wir sind zurück aus dem Urlaub und ich bereite mir gerade ein schönes Frühstück vor. Also ich habe jetzt hier meine Grapefruit vorbereitet, die esse ich wahrscheinlich später. Ich habe gerade mir einen Toast reingeschmissen und ich habe auch schon hier Reisflocken vorbereitet für später, weil mein Sohn isst sehr gerne so Reisflocken als Zwischenmahlzeit mit Zimt. Die ziehen jetzt hier, die habe ich kurz aufgekocht und dann dürfen die jetzt hier schlafen und ich habe ein bisschen Kakao für die Kinder gemacht. Meine Kinder mögen am liebsten Kakao mit wenig Kakaopulver und am liebsten mit Reis oder Hafermilch. Auf jeden Fall werde ich den Tag langsam angehen lassen. Ich habe gestern noch ganz lange Wäsche gewaschen. Und ja, jetzt mache ich es mir erstmal so ein bisschen gemütlich.
Essen ist fertig. Es gibt eine leckere Spaghetti Bolognese, die sehr, sehr heiß ist. Dieses Mal habe ich ein völlig neues Veggie-Hack verwendet. Das hatte ich so noch nie. Ich nenne es jetzt mal Hack, ne? Also viele Leute regen sich immer darüber auf. Ich kriege auch mal Nachrichten auf Instagram, dass ich nicht irgendwie Hack sagen darf oder nicht so und so. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Dieses Mal habe ich einen neuen Veggie-Fleisch-Ersatz benutzt. Ich schreibe euch den mal in die Infobox. Den hatte ich so auch noch nicht. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Auf jeden Fall sieht es schon mal sehr, sehr lecker aus. Meine Kinder meinten auch, oh, das ist lecker. Aber ich gucke jetzt mal, was dabei hier jetzt rauskommt. Zwischendurch gibt es einen kleinen Kohlrabi-Snack. Habe ich mir eben gerade ein bisschen zurechtgeschnitten. Hatte ich Bock drauf. Eigentlich wollte ich ein bisschen Gurke essen, aber ich dachte mir, nee, der Kohlrabi muss weg. Also gibt es jetzt Kohlrabi. Es könnte schöner nicht sein. Es gibt Suppe und zwar eine richtig tolle Gemüsesuppe mit Dinkelspirellis. Richtig, richtig toll. Und ach, die dampft so herrlich. Da ist Kürbis wieder drin, da ist Süßkartoffel drin, da ist so ein bisschen Seitan drin, da sind Pastinaken drin. Karotten ist da drin, jede Menge Lauch und ja, so ein paar Seitanstückchen hatte ich noch übrig gehabt, fand ich auch ganz lecker. Und ich mag ja so Eintöpfe oder Suppen richtig, richtig gerne und die ist so ein bisschen pikanter, die Suppe, finde ich richtig toll. Diese Art von Suppe habe ich noch nicht auf meinem Kanal abgedreht, vielleicht mache ich das irgendwann aber noch, weil diese Suppen esse ich total gerne. Und falls du auch Lust auf Suppen und Eintöpfe hast, du weißt, viele Rezepte findest du auf meinem Kanal, aber auch in meinen E-Books sind ganz viele tolle Rezepte. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen und ja, ich wünsche mir selbst jetzt mal einen guten Appetit. Hallo ihr Lieben, der Tag hat schon begonnen, ich sitze schon im Auto und komme gerade von einer Freundin, weil der habe ich was vorbeigebracht. Wir haben einen leckeren Kräutertee getrunken. Ich habe heute Morgen noch gar nichts gegessen, weil einfach kein Hunger. Wie gesagt, Kräutertee habe ich gerade hier getrunken, war sehr, sehr lecker. Jetzt gehe ich nach Hause und gehe ran an die Arbeit. Ulla ist bei mir, die ist da hinten. Und zwar haben wir jetzt ein neues Auto und diese Transportbox passt nicht in den Kofferraum. Das war auch abzusehen, das überrascht nicht bei dem Kofferraum, weil es ein kleineres Auto ist. Warum das so ist, das werde ich euch irgendwann erzählen. Aber es macht einfach alles Sinn für uns, auch wenn es erstmal keinen Sinn macht. Jedenfalls fahre ich jetzt nach Hause und mache mich so ein bisschen an die Arbeit. Und was es denn noch zu essen gibt, das seht ihr später. So, es gibt heute einen Bagel zum Frühstück. Finde ich richtig lecker. Und zwar habe ich mir einen Vollkornbagel gemacht. Die sind richtig toll, die habe ich im Bioladen gesehen und ich habe hier einen veganen Paprika-Aufstrich, der ist mit gegrillter Paprika, finde ich auch richtig lecker. Dann habe ich ein bisschen Romana-Salat geschnitten und ein bisschen Tomate geschnitten und da drauf ist noch ein Hauch Chili-Soße. Und das Ganze werde ich jetzt zusammenklappen und genießen. So sieht er nicht mehr ganz so schön aus, aber drin ist es oberlecker. Also, guten Appetit! So, es gibt Kürbiscurry zum Mittag. Oh, ich konnte es nicht lassen. Ich habe so viel Kürbis ja noch eingefroren und ich hatte so richtig Bock auf Kürbis. Es regnet draußen so doll und stürmt, dann ist das genau das Richtige. Und zwar ist da jetzt wirklich nur Kürbis drin und rote Linse, ein paar Kräuter und ich habe das richtig toll mit tollen Gewürzen gegart. Und oh, jetzt ist es so ein Moment, wo ich denke, mega cool, mega lecker. Das Rezept findest du in diesem E-Book hier, richtig toll. Ich finde, Currys gehen einfach immer. Und ich werde es mir auf jeden Fall schmecken lassen, weil ich liebe einfach Kürbiscurry. Ich schneide gerade ein Video und ich esse hier so ein Franzbrötchen. Das habe ich selber gemacht. Richtig, richtig lecker. Das geht also auch. Ich hatte mal so eine Anwandlung, wo ich dachte, das kann doch nicht so schwer sein. Und so ist es halt. Ordentlich. Also es ist nicht zuckerfrei, wie ihr sehen könnt. Ich backe gerne mit Zucker, weil ich einfach auch nicht so häufig Süßigkeiten esse. Weil auch ganz ehrlich, was soll das, ne? Ein zuckerfreies Franzbrötchen. Ja, kann man machen, aber ich
esse sowas eigentlich relativ selten und deswegen darf es auch Zucker enthalten. Aber es ist ja auch so ein ganz persönliches Ding. Und ja, das esse ich jetzt hier weg. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Kleine Zwischenhappen. Selbstgemachtes Franzbrötchen. So, jetzt gibt es erstmal Abendessen. Es gibt hier leckere Pasta mit einem selbstgemachten roten Pesto. Was so quietscht im Hintergrund, ist meine Tochter. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Nudeln essen. Ich hatte jetzt Lust auf eine schnelle Mahlzeit und ich habe richtig Hunger und da sind Nudeln genau das Richtige. Guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr nicht sehen. Doch, da vorne. Es ist noch relativ früh, ist auch noch gar nichts los, aber es wird schon hell, wie ihr sehen könnt. Und ich gehe jetzt gerade eine Runde mit Ulla raus, weil ich habe nichts Besseres zu tun. Ich bin einfach wach geworden und ich dachte mir, hey, ich gehe mal raus. Dann hat der Hund schon mal ein bisschen Bewegung und so früh unterwegs ist auch total schön. Ich liebe das ja eigentlich, wenn die Stadt noch schläft. Oder wenn der Stadtrand schläft. Und ich wollte heute noch ein bisschen länger auch mit Ulla gehen. Und da haben wir uns schon mal auf den Weg gemacht. Ich habe jetzt wirklich nur so ein Glas Wasser getrunken. Auf mehr hatte ich keine Lust. Ich hatte jetzt auch echt nur Lust rauszugehen. Und irgendwie keine Lust, jetzt noch mir was reinzuschieben. Und ja, mal sehen. Jetzt gehe ich erstmal eine Runde und werde die frische Luft genießen. Super kalt. Also ich tippe mal so 3 Grad oder maximal 5. Ist richtig kalt geworden. Ja, habe mich ein paar dick angezogen. Und ich gebe auch zu, ich muss erstmal so ein bisschen wach werden. Und dann sehen wir uns später. So, Zeit fürs Frühstück. Ich habe mir ein Müsli zubereitet aus leckeren Haferflocken. Die sind ganz unten, die sieht man kaum. Dann habe ich hier etwas Mandelsplitter. Ich habe 2 Datteln. Ich habe mir ein bisschen Apfel rüber geschnitten und etwas Zimt rüber gemacht. Und das Ganze werde ich gleich mit Hafermilch essen. Ich dachte mal wieder, Müsli, das muss mal wieder sein. Und ich finde, das sieht echt lecker aus. Es gibt Essen und zwar muss ich erklären, was das hier ist. Man sieht nur Tomaten und Sesam. Und zwar, wenn man mal genauer hinguckt, darunter sind Kartoffeln. Also es ist ein Kartoffelstampf aus Kürbis, Karotte und natürlich Kartoffeln. Und das habe ich so schön mit einer veganen Kräuterbutter angerührt und mit Hafersahne. Sehr, sehr schmackhaft übrigens, wenn die Kräuterbutter sehr würzig ist. Und ich hatte noch 2 Resttomaten, die habe ich jetzt klein geschnitten und darüber getan und ein bisschen Sesam. Habe das Ganze natürlich gut gewürzt. Und darüber ist eine Sweet Chili Soße und mit einem Hauch Barbecue, weil ich das total gerne mag. Also das hier ist so praktisch ein Kartoffelbrei, ein Kartoffelstampf-Bowl. Mag ich auch richtig gerne. Vor allem finde ich, sind Kartoffeln ja so der Selbstgänger und richtig lecker. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Auf jeden Fall ein sehr einfaches Essen, nahrhaft, bisschen was Frisches, bisschen was Gekochtes. Ich muss sagen, ich habe da richtig Bock drauf. Leute, ich muss jetzt immer Zimtschnecken essen. Nein, ich muss nicht, aber ich finde die auch so lecker. Aber ich muss zugeben, ich bin es nicht gewohnt, so viel Süßes zu essen. Ich kriege einen Zuckerschock. Nein, ich habe heute entschieden, dass ich heute eine extra Runde mit Ulla gehe. Ulla kommt zwischenzeitlich nochmal raus. Das liegt auch daran, dass gerade die Sonne rausgekommen ist und gegen die schönen Herbstblätter scheint. Und dann gehe ich mal eine extra Runde und dann ist so eine Zimtschnecke natürlich auch viel gesünder, ne, wenn man sich mehr bewegt. Das wird sein. Nein. Aber ich finde es total lecker und ich habe das Rezept sehr gerne für euch abgedreht, aber jetzt muss ich die natürlich auch alle aufessen. Ich habe schon die ganze Nachbarschaft beschenkt, die hat sich schon gefreut. Die meinte, Mensch, so cool,
beste Nachbarin der Welt, die ständig ihre frisch gekochten und ständig ihre frisch gebackenen Sachen an die Nachbarn weitergibt. Die finden das toll. Ja, ich muss wahrscheinlich jetzt ewig hier wohnen bleiben. Naja, ich genieße jetzt meine Zimtschnecke und ja, dann werde ich mal weiterarbeiten wahrscheinlich. Aber erst gehe ich gleich mit Ulla raus. So, Zeit fürs Essen. Und zwar gibt es wieder eine leckere Kürbis-Linsensuppe mit allerlei Toppings heute. Ich habe ein paar Sonnenblumenkerne angeröstet, etwas Sesam ist da drüber mit grobem Salz und habe ich dann noch ein bisschen Petersilie reingetan und die Suppe ist super, super lecker. Es wird jetzt auch wieder so kalt draußen und da ist das eigentlich das beste Abendessen. Nochmal schön mit dem Hund gehen abends, eine schöne Suppe reinpfeifen und dann einfach mit einem guten Buch ins Bett gehen. Obwohl ich ja auch abends sehr auf Pasta stehe. Aber heute gibt es leckere Suppe und ja, jetzt wird Feierabend gemacht. Ja, Feierabend ist ein gutes Stichwort, falls du noch arbeiten musst. Halt auf jeden Fall durch. Meine 6 genialen E-Books packe ich dir mal runter in die Infobox. Gibt es tolle Rezepte, die dich das ganze Jahr einfach happy machen und die im Alltag super easy umsetzbar sind. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video.